Willkommen zurück zu Super Mario 3D Land. Heute beginnen wir mit der siebten Welt 7-1. Und das sieht aus wie ein gemütliches kleines Aquarium. Und das ist Ziel. LOL. Okay, mal angucken. Hier ist doch bestimmt wieder unmenschlich viel versteckt. Ein Portemonnaie. Gib mir deinen Inhalt. Hast du auch nicht mal Scheinchen? Ja, warum gibt es eigentlich keine Scheine in Mario? Es gibt nur Kleingeld. Okay, mal angucken, was hier los ist. Okay, ja, man kommt dann wieder raus und so. Leider haben wir gar nichts gerade. Keine Feuerblume, kein Tanuki. Das kam ja schon mal vor. Richtig. Okay, wir sollen in die unendlichen Tiefen. Was soll's. Wagen wir uns halt rein, gell? Wird schon schief gehen. Ich brauche zuallererst mal Power-Ups. Das Luftschiff am Ende des letzten Parts war schon recht nice. Aber Pun Pun hat uns das eine oder andere Power-Up gekostet. Aber hier gibt es nichts. Kein Pilz, nichts, nothing. Das, was ich will, alles erkunden. Tut mir leid, Freunde. Warum entschuldige ich mich jetzt eigentlich fürs Erkunden? Aber egal. Ne, trotzdem umschauen. Komm, jetzt lasst euch mal was drin sein, ey. Also. Das schon mal. Und jetzt entweder Tanuki oder Feuerblume ist noch besser. Das war ich mir fast gedacht. Wir können die doch nicht kaputt machen sonst, Jungs. Da verpassen wir doch die Hälfte. Okay, hier geht's weiter. Tja, da sehe ich gerade keine andere Möglichkeit. Da müssen wir uns halt damit abfinden. Da gibt's eine Röhre und da geht's hoch. Was ist richtig und was ist falsch? Boom, boom, boom. Dass er davon keine Kopfschmerzen bekommt, ist ja alles. 100 Sekunden. Gucken, vielleicht ist da was drin. Da würde ich schon mal zurückschwimmen. Ist aber nicht so. Erstmal die Röhre auschecken, weil ich glaube, da geht's weiter. Also nicht bei der Röhre, sondern da an dem Weg. Da ist doch bestimmt was super Cooles drin. Nee, ernsthaft, warum gibt es keinen Luftmangel bei Mario? Warum kann der unendlich die Luft anhalten? Oder Donkey Kong auch, ne? Und Sonic hingegen nicht. Oh, 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 ich dachte schon. Das ist aber auch ein ungemütlicher Kollege hier. Keine dicke Lippe riskieren. Habt ihr gesehen, was der für Schlauchboote als Lippen hat? Ja, Checkpoint. Und wieder so ein Gegner, den man mit einer Feuerblume erledigen kann. Ganz ehrlich. Komm, Feuerblume! Nee, keine Feuerblume. Ja, wir können oben lang und wir können unten lang. Was ist der richtige Weg und was ist der falsche Weg? Wir sind hier mit Power-Ups nochmal durch, ey. Ich brauche Tanuki irgendwas, ey. Es geht doch nicht so einfach. Feuerblume braucht man noch eher. Ja, fast gar nichts, ey. Das Level ist aber auch jetzt sehr verzwickt und groß. Nicht schön. Da ist eine Starcoin. Kommt man da dran? Oh, extrem. Es war die letzte Starcoin. Die dritte. Da sehe ich schwarz. Ja, jetzt oder was? Jetzt kann ich nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber ich glaube, was ich glaube, Leute, dass da, wo wir den Pilz haben, da hätte es auch eine Feuerblume gegeben. Tippe ich jetzt einfach mal. Da können wir rein. Spitze. Hey, cool. Wird man nochmal belohnt dafür, dass man einen Meter vom Ziel nicht direkt dran springt. Hüps, und mit Anlauf. So will ich das sehen. Aber wir wollen noch zwei Starcoins finden. Jetzt haben wir die Feuerblume. Da müssen wir halt nur gut drauf aufpassen. Und halt die ganzen Kisten erledigen. Das werden wir schon finden. Ich mach mir da nicht ins Höschen. Nur ins Hemd. Alles gut, alles gut. Sack die Rot. Hier geht's gut. Okay, okay, okay. Keine Panik auf der Titanic. Jetzt schon mal gar nicht mehr. Bloß nicht an solche Lappen verlieren, das Ding. Die Blume. So, hier fängt's an.
Mach mal den Weg weiter. Also, das ist schon... Seht ihr? Das war die erste Starcoin. Oh. So weit kommt's noch. Jetzt noch eine für Reserve, bitte. Na, schön. Seht ihr? Hab ich's doch gesagt. War halt ein bisschen unglücklich von uns, dass wir als Mini-Mario reingegangen sind. Oh, das war ja nicht Mini-Mario. Darf man nicht verwechseln. Mini-Mario ist ja der Geschrumpfte mit dem Mini-Pilz. Gell? Der andere ist der kleine Mario. Mach auf da! Ich komm rein! Hm. Manches sieht verdächtig aus. Manche mögen es heiß. Och Mann, das darf nicht wahr sein. Was waren da noch? Ich hab's vergessen, ich habe Alzheimer. Tut mir leid. Haben wir da nicht auch die Blume gebraucht? Ich habe eine Reserve, deswegen. Ach nee, 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 nee. Das ist nichts hier. Boom, 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 boom. Mach alles kaputt. Vielleicht hat er in seiner Mütze halt so Stahl drin. Nee, gibt's wirklich. Hatte ich mal einen, der hat. Das war wie ein Bauhelm. Also, ich habe meine Ausbildung ja gemacht und da musste ich auch oft auf die Baustelle und so. Und einer hat halt eine Kappe gehabt. Das sah ganz normal aus wie ein normales Cappy. Aber war mit Stahl drin. Wenn er dir eine Kopfnuss gegeben hat in seinem Cappy, dann lagst du erstmal da. Oder wenn irgendwie ein Schraubenzieher oder ein Stein von oben runterfällt. Zack, auf die Kappe. Pass auf! Boom, was denn? So, warte mal, da sind wir gar nicht lang gegangen. Ist hier vielleicht? Oh. Ein 3D-Effekt, ey. Könnte man ihn jetzt voll sehen, wenn man ihn sehen könnte. Och, Mensch, hätte ich das gemacht, hätte ich eine Feuerblume gehabt. Egal. Wir sind ja jetzt hier. So, müssen wir die Bananen hier erledigen? Die. Ach, guck mal. Ach, da sind wir hergekommen. Sorry. Ich dachte, ich habe einen Secret gefunden. Fast. Ich erledige euch mal. Ich weiß nicht, bei wem was sein könnte. Deswegen müsst ihr leider dran sterben. Ihr seid bestimmt eine bedrohte Tierart. Das tut mir aber trotzdem leid. Sorry. Dann seht ihr, da geht's weiter. Es gibt Zeit. Hä? Und jetzt? Und was jetzt? Okay. Lol. Irgendwie komisch. What the F? Wo bin ich denn jetzt hier? Orientierungslos. Ich glaube, von da unten kam man. Wir haben halt quasi abgekürzt, möchte man sagen. Die Starcoins haben wir alle, deswegen kein Problem. Da war die dritte. Und hier habe ich eine bekommen. Ja, das ist ja alles schön. Alles schön gut. Was ist mit dir los? Also so wirst du verhungern. Ach, wir haben noch eine. Deswegen. Da gibt es immer 10 Münzen dafür. Finde ich ganz gut. Das ist da neuerdings... Ach komm. Machen wir es lame, oder? Machen wir es mal lame. Lieber lame als gar nicht. Haben uns jetzt ein bisschen länger dran aufgehalten, aber ist doch kein Problem, oder? Ich find's nice. Vom kühlen Nass geht's jetzt in die kühle Höhle. Oh, da wird schon fleißig geschwungen. Okay. Wagen wir uns also in 7-2. Oh Gott. Also da wird es wohl wahrscheinlich sehr viele von diesen Nudelhölzern geben. Das ist mit Stacheln dran. Das ist von der Schwiegermutter, muss man sagen. Ne? Ja, okay. Beifuß. Beißfuß. So paralysiert man ihn. Man lenkt ihn ab. Ein Mops. Wisst ihr, warum die da sind? Shigeru Miyamoto hat die entworfen, weil er als Kind Angst vor dem Nachbarshund hatte. Und er war klein und dick. Und so entstand der Kettenhund in Super Mario Bros. 3. Bleib doch mal weg da! Du Lappen! Wenn es hier keine Starcoin gibt, dann seid ihr böse. Aber ihr seid ganz lieb, liebe Entwickler. Ansonsten... Ach! Falsches Timing. Abgelaufener Joghurt, sag ich mal. Tschüpp. Gut gemacht. Nehmen wir nochmal die Blume. Besser als nichts, ne? Da scheint es herein. Wer hat die Gardinen gestohlen? Okay. What the f... Ich habe gerade überlegt, was es ist. Passiert nichts.
Oder irgendwie verschwindende Plattform oder irgendetwas. Guckt euch das an. Desaster. Getroffen. Okay. Ups. Na? Ihr mögt Feuer, hä? Oh nein! Ach ja, ich hab gedacht, da wäre. Ich sehe jetzt erst, dass der Abgrund ist, ne? Aber gut. Wir haben unsere gerechte Strafe bekommen. Wir werden büßen. Und machen es jetzt besser. Ich finde es gut. Unerwarteterweise wurde in der siebten Welt der Schwierigkeitsgrad nochmal angezogen. I like. Ist hier hinten was? Da waren nur ein paar Münzen. Weiß der Geier wozu. Hups. Hups. Ja, nein, 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 nein. Okay. Wie gesagt, beim zweiten Durchlauf mit Luigi werde ich noch die eine oder andere Fahne hissen. Richtig die goldene. Das ging relativ zügig. Unerwartet nice. Ja, Mädel. Ich finde schon, dass wenn man auf dem 3DS spielt, dass man irgendwie ermüdet. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es am zu kleinen Bildschirm. Vielleicht bin ich schon zu alt. Ich muss mir echt mal ein 3DS XL zulegen. Habt ihr ein 3DS XL? Meint ihr, da geht's besser zu spielen? Weil irgendwie schon. Also nicht nur mit dem 3D-Effekt, auch wenn ich den 3D-Effekt aus habe, manchmal ermüde ich. Wenn ich halt mit meinem Bett auf meinem Bett liege und 3DS zocke. So, irgendwie. Vielleicht liegt's auch in meinem Bett. Ja, mein Bett. Ja. Wer weiß. Ne, früher konnte ich Gameboy 5 Stunden am Stück zocken. Oder 20 Stunden am Stück. Fast. Aber 3DS, ich weiß nicht. Oder grafisch zu aufwendig. Ein Wald, ein böser Wald. Der lässt mich kalt. Heute bleibt die Küche kalt. Wir gehen in den Blätterwald. So. Na, 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 na. Wer hat sich denn die Mühe gemacht, hier die ganzen Seile zu spannen? So ein alter Spanner, ne? So. Auch hier nur eine Münze drin. Dafür riskiere ich Kopf und Kragen. Für eine Münze. Ah ja, eine Münze. Geld regiert die Welt. Was wird denn das, wenn es fertig ist? Toll. Kostet mich mein Leben. Uza, diese Münze will ich haben. Kriege ich auch gleich. Da geht's mal weiter, nehme ich mal an. Mal gucken, was hier abgeht, was oben soll, was da abgeht. Okay. Ich sehe es schon. Ich kann es sehen. Mit meinen eigenen Augen. Es gibt bestimmt wieder einen Stern. Aber ein Power-Up wäre mir irgendwie lieber gewesen. Extra Leben for the win. Danke, danke. Very nice. Zu viel der Ehre. Zu wenig der Ehre. So, endlich wieder groß. Gucken wir mal. Was geht? Kommen wir wahrscheinlich hier irgendwo unten an. Müssen den ganzen Weg gehen. Da ist die letzte Starcoin. Beruhigen. Ich höre Toddy, aber wo ist er? Wo denn? Toad? Aha. Warum? Was soll ich denn damit? Was soll ich denn damit? Was macht ihr alle da oben? Kann mir das jemand mal erklären, was sie da oben suchen? Die Aussicht genießen. Oder sind die im Autokino? Das sah so aus wie das alte Raumschiff. Mario Galaxy, deswegen. Okay. Kein Kommentar. Ja, die ist ja wohl nicht schwierig. Trotz des Fussis. Ja, boah. Hüpsa. Hüpsa. Die schauen mir jetzt auch die ganze Zeit zu. Ach, deswegen sind sie hier. Ich bin der ihr Kino. Okay, verstehe. Bäm. Schön, dass wir das geklärt haben. Verstehe. Also den so hoch wie möglich. Möglich. Möglich.
Hoch wie möglich. Zack. Noch höher. Das ist natürlich jetzt blöd, ey. Ich muss auch hinkommen. Damit hatte ich jetzt nicht kalkuliert. Aber das geht doch locker, ne? Warum nicht? Klappt. Auch wenn Mario sinkt wie ein Stein mit Rückenwind, hat geklappt. Yay! Das Spiel begeistert mich doch immer wieder. Die Betonung liegt auf Geister. Kein Geisterhaus. Oh. Okay, damit machen wir jetzt weiter. War das nicht die Sache mit dem Uhrwerk? Ich glaube schon. Sieht auf jeden Fall recht ähnlich aus. Oh ja. Neuer Sound. Na, wer erinnert sich an das Tic-Tac-Trauma? Oh Gott, das war wirklich noch eine Sache, ey. Tic-Tac-Trauma, 100 Münzen sammeln. Oh. Super Mario 64, ey. Seid bloß nicht daran orientiert, liebe Welt. Ihr könnt erstmal explodieren oder runterfallen, je nachdem, was euch mehr zusagt. Ja, es ist nur eine abgewandelte Version. Das kommt mir doch sehr bekannt vor. Tic-Tac-Trauma, ich sag's doch. Aber eine schöne Atmosphäre. Vor allen Dingen so dunkel, das passt doch irgendwie besser zu einem Uhrwerk, weil man, wenn man in der Uhr drin ist, ist es da bestimmt nicht so hell wie bei Mario 64, ne? Okay. Na, 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 na. Ach, guck mal, die. Ah, das ist gar nicht so einfach, warte mal. Ah, ich habe mich nicht richtig getraut. Die Braut, die sich nicht traut. Komm jetzt. Passt. Vielen Dank dafür. Ey, da machen Maulwürfe da mitten im Uhrwerk rum. Oha. Ich habe Angst hier. Das darf man mir doch nicht verdenken. Das ist gefährlich. Gucken, was hier los ist. Ich bin aber zu dämlich dafür. Ach gut, müssen wir unsere Geduld üben. Warum auch nicht? Oder probier's halt. Ach ja. Trauma, Trauma. Und Thema Geduld. Geduld, Geduld, Geduld. Hallo. Geduld, wo bist du? Wo habe ich denn meine Geduld hingelegt? Ah, gleich neben meiner Unschuld. So. Na komm. Schwing dich rüber und ich besteige dich. Wow. Alter Falter Verwalter. Einfach A drücken. Schick nur A. Dann passt's. Zack. Und warten, warten, warten. Mal gucken, ob die Wege irgendwie zusammenhängen. Wahrscheinlich, ne? Was ist denn los da? Das hat man irgendwie so einen Schwung drauf. Das finde ich furchtbar. Power. Genau, mach dich kalt hier. Was suchst du hier drin? Willst du Fehler einbauen? Ja, ich hab das Gefühl. Das ist gar nicht so relevant hier. Ich komm hoch da. Geht. Es geht. Spitze. Ist ja toll gemacht. Boah, wie das nicht geht. Wie das einen total nach links zieht. Na gut, man springt ja von der Plattform ab, aber trotzdem. In dem Rahmen. Und schon mal gucken, wie es da überhaupt weitergeht, ey. Okay. Was mache ich hier? Okay. Ich stelle offiziell fest, das ist der Level in diesem Spiel, in diesem Let's Play, der uns bislang am meisten Probleme bereitet. Das muss man schon so sagen. Ist immer noch nicht schlimm, oder? Nee, nee. Da habt ihr schon Schlimmeres erlebt, nicht wahr? Boah, ey! Wie kann das sein? Wie kann das sein? I don't get it! Das ist unbelievable.
Guck mal, das ist so ein Block, der ist neu, der war eben noch nicht da. So als Hilfe. Aber so ein Noob sind, ja? Gut, dann nehme ich die Hilfe an. Ja, ein Stern bringt mir hier nichts, ey. Eine Feuerblume wäre schon nice gewesen. Tanuki, noch besser, Tanuki. Ist hier bestimmt voll overpowered. Na. Okay. Komm schon, dann orientieren wir uns gleich rechts ein, so. Und jetzt mal hier rein, so, bam. Da geht's weiter, so, irgendwie. Nein, du wirst mich nicht... Alter. Zum Glück haben wir noch den Ersatzpilz von den Toads. Hä? Warte. Das verstehe, wer will. Das sieht ein bisschen komisch aus. Aber nehme ich halt mal so einen Kauf. Ja, war eigentlich ganz simpel. Ich warte jetzt lieber auf den. Ich will gar nicht mit Wandsprung irgendwie irgendwelche Kunststückchen versuchen. Geduld. Checkpoint. Oh, ich bin noch nie so über einen Checkpoint gefreut. So. Mhm. Ja, das dauert ja nur ein halbes Jahrhundert, bis wir hier mal weiterkommen, oder? Ach, hier! Das ist ja nicht der Fehler. Das ist ja mein Fehler. Das ist menschliches Versagen. Och, nö. Jetzt kriegen wir schon hier so eine Hilfe da. Den Super-Duper-Natanuki. Irgendwie. Das funktioniert doch wie ein Stern. Das heißt, Gegner können uns nicht verletzen. Als ob es daran hängen würde, ey. Da. Blub. Ist aber nicht immer förderlich. Manchmal möchte man ja auch auf Gegnern abspringen. Wobei man hat ja auch immer selbst die Wahl, ob man das Item haben will oder nicht. Rote Münzen, wovon träumt ihr nachts? Könnt ihr noch einen Moment warten? So, danke. Oh, und nur ein extra Leben. Steck's dir. Ah, hier, wunderbar. Also kurz warten, bis der Zeit. Ey, oh. Was bringen diese komischen Dinger eigentlich? Oh! Hilfe! Geduld! Ich bin ja kein Geduldsmensch und so. Das fällt mir schon schwer. Ich bin mit Sonic the Hedgehog aufgewachsen. Da gibt es keine Passagen, wo man großartig warten muss. Einfach feste Truf hier. Schnell, zack, zack, zack. Ja. Och, dann bin ich wahnsinnig! Oh, ich schaff's immer wieder, mich in die Bredouille zu bringen. Aus der ungefährlichsten Situation schaffe ich mir noch eine gefährliche Ausgangsposition. Ich spreche mal gemütlich zusammen. Sieht ziemlich komisch aus, sein neuer Anzug, Mario. Okay, toller Level. Auch wenn ich oft gefailt habe, ist ein toller Level. Kinders, nur noch eine Welt, dann geht's wieder zum Luftschiff. Mann, geht das schnell. Freunde, falls euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, falls nicht, Daumen runter. Aber gebt eure Daumen her und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Nicht verpassen. Bis dann und ciao!